Geboren Johannes ist in Stuttgart und jetzt lebt er in Dublin, weil er möchte Exam-Time zum erfolgreichen Story bringen. Und deswegen ist er heute bei uns und wird darüber berichten. Exam-Time übrigens existiert in mehreren Sprachen. Und mit unserer Hilfe oder mit Hilfe von vielen Deutschlehrern wird dieses Tool auch auf dem deutschen Markt etablieren. Okay, ich freue mich und übergebe das Mikrofon an Johannes. Ja, vielen Dank, Frau, für die sehr nette Einführung. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Johannes, wie Frau Blust mich gerade schon vorgestellt hat. Eine kurze Frage in die gesamte Runde. Sind wir per Du? Darf ich Sie alle duzen oder soll ich Sie lieber sitzen? Prima, vielen Dank. Das sieht ja super aus. Gut, dann sind wir beim Du, dann stelle ich mich auch weiterhin als Johannes vor und wir machen mal direkt weiter. Ich möchte Ihnen kurz zur Einführung erzählen, was Sie denn jetzt erwartet. Von Exam-Time haben vielleicht nicht alle schon was gehört. Grundsätzlich ist das eine kostenlose neue Online-Lernumgebung. Zunächst möchte ich Ihnen hier auf ein paar Folien eine kurze Einführung darüber geben. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen ein paar Lernhilfen und Tools, die diese Online-Lernumgebung umfasst, vorstellen und dann auch direkt in die Anwendung gehen und Ihnen ein paar Live-Anwendungsbeispiele zeigen. Am Ende habe ich noch etwas Zeit eingeräumt für Fragen und Anregungen von Ihrer Seite. Exam-Time ist noch sehr jung. Es handelt sich aktuell um eine Beta-Version und deswegen sind wir um Feedback und Anregungen natürlich sehr dankbar, selbstverständlich aber auch für Fragen. Ich kann Ihnen nicht die hochtechnischen Fragen beantworten. Alle anderen Sachen, die sich so grundsätzlich mit der Anwendung beschäftigen, versuche ich Ihnen so gut wie möglich zu beantworten. Ich schlage vor, dann steigen wir direkt ein. Hier direkt bei der Einführung, Elke fragt gerade, ob es Kosten dafür gibt. Die Anwendung ist komplett kostenlos, also das schon mal vorweg. Der Service ist in jeder Hinsicht kostenlos. Okay, dann steigen wir doch direkt mal ein. Kurz vielleicht nochmal zu mir. Frau Blust hat mich schon sehr gut vorgestellt. Mein Name ist Johannes Kaufold, ich komme aus Stuttgart, bin allerdings sehr früh nach Augsburg gezogen, ins schöne Bayern, und habe dort sowohl meine Schule als auch mein Betriebswirtschaftsstudium beendet. Aktuell lebe ich gerade in Dublin und unterstütze hier Examtime, dieses Startup. Kurz vielleicht, Examtime hat seinen Hauptsitz in Irland. Wir sind gerade hier in Dublin. Es gibt noch ein zweites Office in Belfast. Die Anwendung an sich existiert in 5 verschiedenen Sprachen und ist damit in über 200 Ländern auf der ganzen Welt vertreten. Schauen wir direkt mal weiter, was uns denn bewegt und was uns vorantreibt. Das Ziel von Examtime ist es, das Lernen, die Art und Weise des Lernens von Schülern und Studenten sowie die Zusammenarbeit mit den Lehrern zu verbessern. Wir sind der Ansicht, dass es Möglichkeiten gibt, wie man Lernen effizienter und leichter und auch unterhaltsamer gestalten kann. Und wir möchten mit dieser Anwendung eben alle Parteien dabei unterstützen. Wie gesagt, wir erleichtern nicht nur das Leben der Lernenden, sondern versuchen es eben auch der Lehrenden leichter zu machen. Deswegen bieten wir Ihnen einige kostenlose Tools in der neuen Lernumgebung, mit denen Sie Ihre Schüler dabei unterstützen können und selbst natürlich Lerninhalte kreieren. Wie kann Examtime denn tatsächlich dabei helfen? Die Tools, von denen ich spreche, sehen Sie hier aufgelistet. Das sind aktuell 5, auf die wir uns konzentrieren. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, Minds zu schaffen und zu teilen, Karteikarten zu kreieren, Quizze zu erstellen, Notizen zu fertigen und die Ihren Schülern an die Hand zu geben und all Ihr Lernen in einem Kalender zu koordinieren. Ich sehe, unsere Teilnehmerzahl wächst beständig. Ich möchte auch noch die anderen Teilnehmer wissen. Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Schauen wir jetzt mal in die einzelnen Anwendungen. Was ist eine Mind? Sie sehen hier ein Beispiel aus Examtime. Das ist eine digitale Mindmap. Es existieren allerdings auch Mindmaps auf Papier.
Die grundsätzliche Idee ist es, ein zentrales Thema, wie hier das Beispiel Urlaub und Reisen, zu fassen und aufzubauen. Sie sehen, dass hier viele verschiedene Anknüpfungspunkte sind. So lassen sich immer weitere Bäume aufbauen und zum Beispiel brainstormen, Ideen sammeln und anschaulich aufbreiten und festhalten. Grundsätzlich kommt die Mindmap von Tony Buzan. Vielleicht haben Sie von dem Herrn schon mal gehört. Er hat diesen Begriff definiert und hat es sozusagen in die Welt hinausgetragen, dass Mindmaps ein wirklich durchaus sehr wirksames Tool sind, vor allen Dingen visuell zu lernen und Ideen festzuhalten. Hier sehen Sie, wie gesagt, ein Beispiel aus Examtime. Das ist eine digitale Mindmap. Das Vorteil an dieser digitalen Form ist, Sie können sich vorstellen, bei dem Kreieren können ab und zu auch mal Fehler entstehen oder man entscheidet sich dazu, das vielleicht neu zu strukturieren und umzuorganisieren, was auf einem klassischen Blatt Papier natürlich durchaus Umstände bereiten kann. Bei einer digitalen Mindmap erübrigt sich das und Sie können natürlich Änderungen und Variationen erstellen, wie es Ihnen gerade Spaß macht. Kommen wir zum zweiten Tool und zwar zu den Karteikarten. Karteikarten kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen. Ich höre gerade, dass ich ein wenig langsamer sprechen soll. Sehr gut, alles klar, das versuche ich. Vielen Dank, Frau Blust. Bleiben wir bei den Karteikarten. Karteikarten kennt wahrscheinlich jeder von Ihnen, aber in der klassischen Papierform. Früher oder auch noch heute lernen viele Menschen mit klassischen Karteikarten stapeln, die sie nachher in ihrer Box sortieren und so zu Hause haben und Wissen verfestigen können und üben können. Bei den digitalen Karteikarten haben wir allerdings die Möglichkeit, diese nicht immer wieder abzuändern, sondern auch mit anderen zu teilen, was bei den klassischen natürlich etwas schwierig ist. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Karteikarten immer und überall mit sich herumzutragen. Und mit Examtime haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Karteikarten über Ihr Tablet, Ihr Smartphone oder Ihren Laptop zu nutzen. Die Anwendung ist browserbasiert und deswegen auf jedem Gerät abspielbar. Hier sehen Sie ein Beispiel von den Karteikarten von Examtime. Das sieht ein wenig komplex aus. Wir werden das uns aber nochmal genauer in der Live-Demo gleich ansehen, wie das auch in Bewegung aussieht. Eine weitere Funktion von Examtime sind die Quizze. Sie haben die Möglichkeit, in Examtime Multiple-Choice-Quizze zu erstellen. Das bedeutet, Sie können verschiedene Antwortmöglichkeiten auswählen. Dabei können Sie einstellen, ob nur eine Antwortmöglichkeit richtig ist oder ob es mehrere richtige Antwortmöglichkeiten gibt. In diesem Beispiel wäre natürlich nur eine richtig. Das Besondere an den Quizzen ist, dass betreiben Sie vielleicht einen Blog oder andere Webseiten, können Sie diese ganz einfach einbetten und mit anderen teilen. Genauso ist es ein großer Vorteil, wenn Sie zum Beispiel Ihre Schüler dabei unterstützen möchten, mit Examtime zu lernen. Damit können Sie Quizze schaffen, die nicht nur Spaß machen, sondern eben auch das Wissen testen und verfestigen können. Eine sehr spannende weitere Funktion von Examtime sind die Notizen. Das Interessante daran ist, wie Sie sehen, dass Sie hier nicht nur die Möglichkeit haben, Texteingaben vorzunehmen, sondern auch Medien einzufügen, wie Videos, wie Audiodateien oder wie Bilder. Sie können somit Handouts schaffen und vor allen Dingen, wenn Sie online unterrichten, Ihren Kursteilnehmern oder Ihren Gruppen ganz einfach solche Medien bereitlegen, indem Sie eine Gruppe schaffen, indem Sie dann so eine Zusammenfassung austeilen. Dieses Beispiel gucken wir uns auch in der Live-Demonstration noch mal etwas genauer an. Die letzte Funktion, von der ich gesprochen habe, ist der Kalender. Auf der linken Seite sehen Sie verschiedene Fachgebiete, verschiedene Fächer, die ich zum Beispiel bei mir in Examtime erschaffen habe. Es ist ganz einfach, diese einzelnen Gebiete in den Kalender rechts davon zu ziehen und damit Ereignisse festzusetzen. So können Sie zum Beispiel Ihren Stundenplan schaffen und Ihr gesamtes Lernen organisieren. Das ist einfach nochmal ein unterstützendes Tool zum Lernen. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, die Lernhilfen lassen sich alle innerhalb einer Community teilen oder in Blogs einbetten oder auch per E-Mail teilen. Für uns ist es sehr wichtig, dass man gemeinsam lernt und diese Unterlagen so effizient wie möglich nutzen kann. Das heißt, dass verschiedene Teilnehmer und verschiedene Nutzer sie auch mit anderen teilen können und gemeinsam bearbeiten.
Zusätzlich können Sie natürlich zum Beispiel Ihren Stundenplan, Ihre erstellten Mindmaps und so weiter ausdrucken und tatsächlich noch per Hand mit sich führen. Ein weiteres Tool ist der Präsentationsmodus, der Ihnen im echten Leben auch den Unterricht erleichtert, da Sie zum Beispiel die Notizen und die Mindmaps auch mit einem Präsentationsmodus in Ihren Unterricht integrieren können. Das ist jetzt so einer der wichtigsten Slides dieser PowerPoint-Präsentation. Hier sehen Sie nämlich die wichtigsten Punkte, die Sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten, die für ExamTime als neues Online-Tool sprechen. Ich habe Ihnen gerade schon ein paar dieser Lerntools vorgestellt, die ExamTime umfasst, und all diese sind kostenlos und werden es auch bleiben. Sie haben zudem die Möglichkeit, mit mehreren Teilnehmern und mehreren Nutzern gemeinsam zu lernen, zu arbeiten und sich auszutauschen und über ihre Themen auch diskutieren. Durch diese multimediale Anwendung entsteht natürlich ein größerer Fun-Faktor, nenne ich das jetzt mal. Natürlich macht es mehr Spaß, mit Medien, mit Videos und mit Quizzen zu arbeiten, als ganz klassisch auf dem trockenen Papier. Die Frage, warum es kostenlos sein kann, auf die möchte ich von Barbara direkt auch eingehen, die ich gerade mitlese. Wir haben diese Plattform so entwickelt, dass wir im Grunde genommen wirklich von der Gruppe leben und von den Teilnehmern. Es kann in Zukunft zusätzliche Möglichkeiten geben, die vielleicht mal etwas kosten werden. Alles, was wir jetzt anbieten, ist aber vollkommen kostenlos und es geht wirklich darum, erstmal sehr gute Tools zu schaffen und diese mit einer möglichst großen Userbase zu nutzen. Der letzte Punkt ist auf jeden Fall, dass Sie ExamTime immer und überall nutzen können. Wie zuvor gesagt, ist es grundsätzlich browserbasiert, deswegen können Sie es auf Ihrem Desktop-Computer, auf dem Laptop, auf Ihrem Smartphone oder auf dem Tablet nutzen, das ist vollkommen egal. Und ExamTime passt sich auch entsprechend des Bildschirms immer so an, dass es möglichst optimal zu nutzen ist. Hier habe ich ein paar der Meinungen zusammengefasst von bisherigen Nutzern. Bisher sind wir in Deutschland noch nicht so etabliert, deswegen habe ich hier zwei der drei Feedbacks aus dem englischsprachigen Raum genommen, fand sie aber trotzdem ganz spannend. Sie sehen, eine der Schülerinnen fand insbesondere unsere Mindmap sehr gut. Das ist eines der Tools, das tatsächlich am besten ankommt aktuell, da es sehr einfach zu bedienen ist und auch visuell einfach richtig Spaß macht. Zusätzlich haben wir ein Feedback von einem Lehrer bekommen, der ExamTime mit Facebook für Prüfungen verglichen hat, beziehungsweise seine Klasse hat das so getan, was für uns natürlich sehr schön war, weil genau da wollen wir hin. Wir wollen eine Lernumgebung schaffen, in der wirklich gemeinsam Wissen ausgetauscht wird, Content kreiert wird, um weiteres Wissen zu fördern und auch einfach diese Dynamik entsteht. Herr Haug, den Sie unten links sehen, das ist ein Blogger, das ist tatsächlich auch mal Feedback aus dem deutschsprachigen Raum. Er hat sich dazu bereit erklärt, ExamTime einmal für uns genauer unter die Lupe zu nehmen und auch einen Blogbeitrag darüber geschrieben, der dieses Wochenende veröffentlicht wird. Ihm hat vor allen Dingen die simple und nützliche Funktionalität, wie Sie hier sehen können, gut gefallen. Und die Gruppen hat er ganz richtig als eine der Schlüsselfunktionen von ExamTime erkannt. Im Grunde genommen sind die Lernhilfen alle sehr wichtig, aber es geht dann doch um den Nutzer, um den individuellen Nutzer, der lernt und seine Unterlagen auch mit anderen teilt und diesen dabei weiterhin hilft, mehr zu lernen. Der Beitrag ist ganz genau am Samstag zu lesen. Vollkommen richtig. So, jetzt habe ich Ihnen ein bisschen was in Form von PowerPoints erzählt. Und wir haben mal den klassischen Unterricht gesehen. Jetzt schauen wir doch direkt einfach mal in diese Anwendung rein. Ich möchte Ihnen dabei grundsätzlich einfach mal zeigen, wie das aussieht, wie sich das bedienen lässt und ein paar Beispiele dieser Lernhilfen zeigen, was Sie damit dann so anstellen können.